Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind vorgestellt und zwar die Folge, ne, Vorschau Nummer 4 von IA War 2. Und The Spirit Rises, Synod und Slord ist das Add-on, was dabei drin ist oder was es auch immer ist von Arkane Games, ist das ganze Jahr. Wir machen das Tutorial nicht weiter, weil da hatten wir einen Hänger und ich würde jetzt ganz einfach sagen, wir gehen mal hier auf Custom Start. Und schauen uns das Ganze hier an. Das machen wir gleich nach dem Intro. Gucken mal, welche Galaxie wir nehmen, wo wir anfangen und so, wie das hier für Möglichkeiten gibt. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie weiterkommen, wenn wir das mal selbst in die Hand nehmen. Ich sag mal, bis gleich. So, das ist jetzt hier so eine Karte, wie wir sehen. Wir sind hier in Zinn oder wieder Chin. Ein Wormhole, Starting Planet 4, Asrata. Und das ist dann so die Galaxie, die sich so verbindet. Map Type is realistic. Simple, was ist simple? Simple ist jetzt nicht so dolle. Bubbles. Bubbles ist auch nicht so dolle. Clusters. Okay, da hat man hier links, rechts einen. Und dann, ja, wenn man jetzt hier am Ende wäre, dann würde ich sagen, das wäre schön, das Ding. Nee, das sieht mir nicht so gut aus. Concentric, nee, das ist auch doof. Escapsulated, nee. Da gibt es noch mehr. Grid, nee, Grid ist also total doof. Nee, das ist noch blöder. Honeycomb. Link Drinks, nee. Mesh. Och Gott. So ein bisschen Realismus sollte doch ein bisschen dabei sein. Oktopus, aber wir sind mitten im Zentrum. Das ist auch doof. Swirl. Nee, das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe unter Swirl. Und das Rad wird es auch nicht sein. Und X. Wäre schön, wenn wir hier irgendwo am Ende wären, aber so nicht. Realistic. Customize Map Blinking Flavor. Original Default Amnesia. Oder Zyklon. Was ist denn jetzt der Unterschied? Okay, da fehlt hier zum Beispiel eine Verbindung. Und Zyklon sind noch weniger Verbindung, kann das sein? Da war es, wenn. Ja, da sind noch weniger Verbindungen. Vielleicht ist es noch besser. Standard. Ach, da kann man deutsche Namen nehmen. Oh, dann nehmen wir die doch, oder? Chemnitz. Oh, da können wir uns wenigstens verstehen, ne? Strehla, Winsbach. Okay, riesige Städte. Usingen, Endingen, Meßkirch, Hardexen. Hardexen, Simotrans, ne, kennen wir. Rostleben, Querfurt, Breisach. Ja, gut, das bleibt so. Okay, da kann man die Planeten auswählen, wie viel sind. Maximum ist auch, wow, Maximum sind 160. Wie sieht denn das dann aus? Okay, dann sieht das so aus. Aber das wird ja ewig dauern, ne? 80 hatten wir eben. Was ist das wenigste? 40. Map Seed. Kann man auch. Ne, kann man nicht. Kann man nur Zahlen eingeben. Schade. Ja. Regenerate Map. Achso, dann sind wir schon fertig. Was machen wir da für eine Zahl hin? Das ist die Frage, ne? Okay, das wäre mit ganz vielen Einsen. Kann ich auch nur eine Eins nehmen? Tatsächlich, das geht auch nur mit einer Eins. Und zwei sieht dann so aus. Und wo war die Eins? Wo waren wir bei der Eins? Nicht am Ende. Machen wir mal die drei. Sind wir auch nicht am Ende. Vier. Sind wir auch nicht am Ende. Fünf. Auch nicht am Ende. 6. Auch nicht am Ende.
Niski ist auch voll die deutsche Stadt, oder? Kenne ich gar nicht. 7. War auch nicht am Ende. Oberhof. Rödental, okay. 10. Gibt es denn auch was ans Ende? 12. 13. Lübecker. 14. 15. 16. 17. Wolfshagen. 18. 19. Ich hätte gern End gehabt. Aber wahrscheinlich geht das gar nicht am Ende, ne? Oder muss ich da was anderes für auswählen? Big Circle. Okay, da wäre das und dann, ja, das wäre, ach nee, wir sind sogar tatsächlich am Ende hier und haben dann den Weg dahin. Rottgau. Also 22 wäre schon ganz interessant. Nummer 1 hier bei der Variante. Vier. Vier wäre auch eine coole Geschichte. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 ist schon schwer. 12, 13. Jetzt haben wir eben 22, machen wir bei 23 reingeguckt, Lüneburg. 24 hast du oben so ein kleines bisschen. Boxberg. Bad Orb. Bad König. Oh, hier haben wir es. Malchow heißt das wahrscheinlich, ne? Ja. Den nehmen wir jetzt. 29. So, Cities, der deutsche Namen, 40 haben wir da. Das ist Generate Map. Aha, okay, dann macht er das. Das ist gleich wie wenn du Enter drückst. Gut, Campaign-Typ ist Sandbox. Quit. Was gibt's anderes als Sandbox? Humanity Ascendant. Challenger Expert. Sandbox Mode is a campaign type that does not grant any achievements but allows for things well outside of the normal ranges of regular games. If we think it's not something possible to balance in a real game, but you don't think it's interesting as an idea, then the box mode is where it goes. Currently started early. Was haben wir denn? Ach, jetzt habe ich da drauf geklickt und nicht da drauf. So, campaign type, die haben jetzt eine Ascension. HA ist a campaign type with the mildest. Widest appeal and something that has been connecting with more players than ever. However, it loses some or losses some of the edge of having to capture unfavorable territory for strategic purpose and other exciting things of that nature. Works will work in any mode. Current status quite battle tested over a period of years. This is the most long-lived and mature mode the game has. Okay. Ja. Assreiter Galaxy. Nennen wir das mal. Quit, das ist da passend, das ist gut. Da oben gibt es noch Maps und Factions. Dann gehen wir mal auf Factions. Da gibt es nur eine AI. Wir sind wohl grün, die anderen sind rot. Difficulty ist da. Ach so, gucken wir mal lieber rein, ne? Faction, Sentinel, Faction Color. Okay. Ja, das ist so. Das ist jetzt das. Vielleicht immer noch ein rötliches Rot. Easy. Full Ensemble AI Typ. Difficulty 5. Schwierigkeit 4. Nehmen reicht auch, denke ich. Okay.
Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Wir können ja noch eine Fraktion mehr dazu nehmen. AI Risk Analysis, Astro Trains, Darkspire, Additional AI Fraction. AI2. Dann lass die orange. Dem machen wir Schwierigkeits 1. Most of time in the AI Enter One. We will be set to match that of the main section. Not. Keine Ahnung. Das zum Üben sozusagen ist ja auch dann okay so. Dann lassen wir das auch mal. Easy random, easier adaptive, easier full ensemble, easier simple ensemble, shield hyper, hater. Lassen wir einfach so. Dann ist das erstmal gut. Dann haben wir noch Optionen. General. Fog of War ist on. Das sollten wir auch so haben, denke ich. Fleet Naming Style ist random. Human Homeworld Planet Square Size. Ja, ich glaube, jetzt lassen wir alles so erstmal stehen hier. Chaos AE Civil War. Shark A. Shark B. Lassen wir so. Allies. Nee, brauchen wir nicht. Balance. Das lassen wir alles erstmal so, ne? Wie kriege ich das Fenster zu? Gar nicht. Einfach nur hier weiterspielen, oder? Ja, das war ja das erste Fenster. Das ist unsere Galaxie. Wir fangen hier oben an und let's go. Schauen wir mal, oder? Ah, da sind wir schon. Das ging aber flott. So, wichtig ist, dass wir erstmal eine Pause machen, ne? Und uns hier zurechtfinden. Human Cryogenic Pod. Aha, sehr interessant. Home Human Settlement. Okay. Da haben wir vier davon. Select Ship and or Fleets. Was haben wir hier noch? Engineer. Okay, die brauchen wir, um zu bauen. Ist klar. Sind das alles Engineers? Also Pause muss dafür raus. Naja. Okay. Wird hier gebaut. Factory as Fleet Mellow. Melchior CMD. Was bauen die denn? Das ist die Frage. Sind das hier alles Engineers? Ja, das sind auch Engineers, okay. Und das ist unsere Station hier, ne? Da können wir mal reinzoomen, dann sehen wir das. Unsere Hauptstation wahrscheinlich. Wir haben hier. Ja. Karte bewegt man wie? Mit Pfeiltasten? Ja. Oh, da ist ja noch ganz viel anderes. Transport Flagship. Okay, das sieht so aus. Und da ist schon. Wer ist das jetzt hier? Conclusion Corvette. Answer Battle Station, okay. Und der hier? Ein V-Wing. Okay. Einmal rausgezoomt. Hier sind noch ein paar Baueinheiten. Oder wie sehe ich das? Das ist der Shield Wall Battle Station. Noch mehr Engineers. Hier sind auch noch ein paar Engineers. Hier haben wir Combat Factory und Combat Engineer. Okay. Einmal wieder raus. Da geht es zum anderen Planeten. Und wer sind das hier? Metal Harvester. Okay, da haben wir 5 Stück von. Ne, da ist auch noch einer, ne? Ja, 6 sind es dann. Sehr gut. Okay, dann würde ich aber sagen, jetzt haben wir den Start hingelegt. Jetzt müssen wir nächstes Mal überlegen, was wir als erstes machen. Vielleicht schreibt er das in die Kommentare, was wir machen sollten. Und ja, dann bin ich ja gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich sag mal, hier können wir noch Fleets sehen, die wir haben und so. Ne? Ist ja klar, Bild, was können wir bauen? Tech und Hacks und alles sowas. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.